Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Regnum Warzone Let's Play. Jo, wir haben eine Invasion von den Syrten. Schnell, bevor sie durchbrechen. Das müssen wir uns anschauen. Sonst gab es leider nicht so viel los. Es gab keine Drachenwünsche, glaube ich, mehr. Oder vielleicht einen von den Syrten noch. Die hatten da einmal einen von uns, einen Edelstein, und einen von Ignis, und dann habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Mit dieser blöde Sport dazwischen. Unter Schlafen natürlich. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Und jo, wir können hoffentlich genug überleben. Es sind hoffentlich nicht zu viel. Die haut schon ab. Es könnte sein, dass sie jetzt durchbrechen dann. Okay, da sind aber noch ein paar Leute. Ja. Ich habe mein Equipment auch noch holen können. Ich habe so ein bisschen im letzten Part jo, vergessen, alles wieder rauszunehmen. So. Jo. Schauen wir einfach mal, wenn wir hochkommen. Es müssten viele sein, weil wir, okay, sie haben Trelleborg nicht eingenommen. Aus irgendwelchem Grund, weil sie es einfach nicht brauchen. Ja. Müssen wir leider noch ein bisschen warten, scheinbar. Wir müssten bereit sein, also, ja. Ich gehe lieber zurück, weil der Peter sonst einfach nicht viel machen kann, wenn er dauergestunt ist. Dass sie nicht so direkt angreifen, aber wir werden sehen, wenn sie kommen. Wenn sie überhaupt kommen. Also es gibt manchmal halt so Angriffsversuche, aber ich finde, in diesem Spiel wird einfach zu leichtsinnig gestorben, oder? Ich glaube, der lebt ein bisschen. Einfach aus Spaß tut er noch kurze Kämpfe gegen NPCs. Jo. Ach, mein Baum, da bin ich immer wieder hochgekraxelt. Es gibt so gute Erinnerungen, aber ich bin einfach zu wenig am Spielen gewesen. Es ist einfach, ja, sehr zeitintensiv das Spiel. Ich kann nicht immer so viel spielen, leider. Und ja, merke das auch immer wieder. Es muss halt passen, und ja, jetzt passt es zwar, aber die Leute kommen nicht. Die Kämpfe beginnen noch nicht so schnell. Jo. Aber das sollte schon ein guter Part werden. Also ich möchte schon in einem Part viel zeigen können. Aber wenn wir warten müssen, dann müssen wir warten. Gibt es wenig Ritter hier? Also ich sehe jetzt gar keinen. Verteidigung ist nicht so gut und sind auch noch wenige hier. Also wenn jetzt ein paar kommen, wir würden verlieren. Dann sind wahrscheinlich dann wieder diejenigen, die wirklich fast alleine irgendwie so Mauern einschlagen könnten. Ich weiß gar nicht, wie sehr stark Leute sein können. Also von den maximalen Equip und so. Aber so ein Barbar auf Krit wird sicher sehr stark sein. Weil das hat sich halt natürlich immer noch geändert viel. Okay, es greifen ein paar an. Wie ihr seht und fühlt. Aber. Okay, die Illusion ist ein bisschen. Und das war's. Ein kleiner Angriff. Aha. Sie greifen eher von dieser Seite an. Das ist ein Jäger scheinbar gewesen. Ein Barbar. Wie ist der so schnell hier hingekommen? Die Leute haben leicht ein bisschen geschlafen. Jo. Also, es wäre natürlich cool, eben das Spiel. Hat immer noch einen guten Stellenwert. Das ist wirklich ein tolles MMORPG. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne mitspielen. Ja, einfach auf Alysios gehen, bitte nicht noch mehr Gegner. Und dann halt einfach, ja, das ist ja groß. Mit dem gleichen her. Nein, das ist nicht. Okay. Das wäre mehr farbig gewesen. Vielleicht durch die Aura, genau. Aber dieser Helm, der wurde eigentlich oft getragen dann natürlich. Jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr. Also ich finde ihn schön. Hat was.
sehr stylisch. Ich mag ja Drachen. Habe ich 3 Drachen auf dem Helm. Ja, macht mir eigentlich immer noch sehr viel Spaß nach, ja, sagen wir 17 Jahren, ja. Macht mir immer noch viel Spaß. Damals war es wirklich, manche mochten Metin 2, manche mochten Champions, also Regnum Online damals. Und sonst gab es einfach nicht viele Spiele oder Kollegen, die mit mir irgendwie andere MMORPGs gespielt haben. Also Fliff war relativ spät erst irgendwie die Schweiz, also deutsch geworden oder so. Und jetzt greift er mich an. Dumme Drache da oben. So, und so. Ja, es war damals einfach so, jeder wollte ein Free-to-Play-MMORPG spielen. Aber mich hat jetzt zum Beispiel Fly for Fun nicht so angetan. Fiesta Online wäre noch eines. Sonst war es eher spärlich. Also es war ja meistens entweder Gamigo heißt eins. Und das war Champions of Regnum, glaube ich. Und das andere, der andere Anbieter war, keine Ahnung mehr. Und ja, das war's. Also es waren wenig MMORPGs auf Deutsch. Da wurden es in der Schweiz bzw. Deutschland spielbar gewesen. Oder man hat sie einfach nicht gefunden, man hatte keine Information und so weiter. Müsst ihr immer alle angreifen? Okay, ich habe auf den Baum. Drago will lieber auf den Baum. Kommt jemand? Ich falle sicher runter. Boah. Ja, ich weiß noch, es funktioniert, ja. Gut gemacht. Die Kollisionen sind richtig. So. Gut, ja, ich will eigentlich kämpfen, aber wir verteidigen natürlich hier und warten. Mann, diese Spargeln immer von dem Süden. Spargeltatzei. Ja, das war damals. Schlag dich dann gleich blau. Das war damals einfach so. Es war nicht Mobbing oder Rassismus. Es war einfach so. Ja, wir waren das und die anderen waren das. Ich war halt nicht in Alsos. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir waren. Blaubeeren wahrscheinlich. Aber Ignis waren immer so diese Karotten da. Wie heißen die? Chili, ja, die anderen Chilis, die langen Chilis. Ja. Ja, damals noch mit dem Gamigo, mit den GMs und mit den, ja, vollen Videomacher und so. War richtig cool. Ich habe ja 2012 irgendwann mal begonnen, Spiel ein bisschen vorzustellen, und dieser eine Let's Show Part damals, der Drache hat ihn besiegt wahrscheinlich. Ja, also der ging durch die Decke. Jetzt nicht mehr so sehr, wahrscheinlich nicht mehr so gut gefunden, aber trotzdem, das hat irgendwie so, weiß nicht, 40.000 Aufrufe noch das Video. Und ja, war eine schöne Zeit, wo wirklich die Leute sehr interessiert waren, meine Videos zu schauen. Ist natürlich mit so vielen Parts und so viel Zeit dann auch wieder weniger geworden. Aber ich glaube, der erste und der zweite Part vom 2024 Let's Play, also Warzone, kommt eigentlich gut an. Nur die anderen jetzt nicht so, und halt einfach, dass so wenig Spiele jetzt wirklich mega mitspielen wollen und so. Ist halt auch relativ weg, oder?
kommt vielleicht wieder mit einem neuen Update oder mit einem Event, zum Beispiel das Oster-Event. Da mache ich dann wirklich viel. Ich will ja auch, wenn ein Oster-Event da ist, auch das Oster-Event wirklich machen können. Und mal schauen, also ja, ich muss natürlich dann wieder Items wegwerfen und alles mögliche. Und ich habe gemerkt, ich habe vom Ritter-Level immer noch recht schlechte Items gehabt. Die habe ich immer einfach gelöscht. Also es war nur weiß oder... Ja, eins war überzeugend, das habe ich noch gelassen. Sonst eigentlich eher Magier-Items. Und der Hexenmeister muss ich auch mal leveln können. Nur das macht mir echt nicht Spaß, wenn kein EXP-Event da ist. Und ich auch nicht so Geld ausgeben kann für EXP-Booster. Macht mir das einfach nicht Spaß. Da kommen wir halt jetzt einfach wieder dazu da rein, wenn der Entwickler nicht endlich etwas macht, damit die Sachen wieder Spaß machen oder mehr Spaß machen, ist das Spiel halt nicht zu lockt Leute an, oder? Es ist eher wenig los, oder? Es ist zu wenig los, damit es die meisten Leute anlockt. Also macht einfach mit, weil das hilft allen dann besser. Und ja, die Langeweile könnt ihr ja ein bisschen unterschlucken. Okay, ich muss rein. Ich bin nicht so stabil. Ich kann da immer wieder schön buffen. Jetzt momentan natürlich Schutz. So ein Ablenken. Jo. Ja, jetzt mache ich mal kurz defensive Haltung an. Und gehe wahrscheinlich nach oben oder so. Ne, ich gehe hinten raus. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen hinten und gehe hinten dann gleich raus. Weil ich habe jetzt nicht so eine Chance. Okay, sie gehen raus. Das heißt, nochmal buffen dann. Heldenpräsenz war momentan. Oh, ich habe noch einen Syrten besiegt. Also einer hat einen Syrten für mich besiegt, noch einer. Gut. Und jetzt ein bisschen buffen, aber ich muss jetzt irgendwie fernbleiben dann. Ja, sonst werde ich wieder Dauer gestunt. So, Buff nochmal geschickt. Ja, sie sind über... Oh, der ist runtergefallen. Es ist halt... Jo, wir brauchen mehr Soldaten. Ihr habt eine gute Bezahlung dann. Ja, ja, ich als Let's Player, der fast nicht geschaut wird. Ich habe eine gute Bezahlung. Oh. Der nichts macht. Der nur bufft. Ja, ich bin eben nicht offiziell drinnen, aber das muss man auch nicht sein. Weil das ist meistens halt immer die ganze Zeit Werbung. Du machst zu wenig Werbung, du tust das Spiel schlecht reden, du tust das machen. Die Freiheit sinkt einfach mega. Ich kann nicht irgendwo wirklich Mitglied sein in einem Game. Das ist pure Werbung, das kann ich nicht. Schaltet es mich schon ab, wenn ich einfach jo, schon die Links und so geben muss oder so. Mach ich nicht gerne. Weil ich bin ein werbefreier Mensch und will es auch so selber bleiben. Also dass ich Werbung nicht schaue oder einfach ignoriere oder sonst irgendwas mache mit der Werbung. Da muss ich selber nicht Werbung schalten. Und das möglich. Und ich denke, die meisten, die werden schon Mitglied, aber die Let's Playen dann nicht oder Livestreamen dann nicht. Und ja. Ich kann ja nicht so gut Livestreamen, so lange dranbleiben. Geht einfach nicht. So, ein vierter Spieler hat jemand besiegt. Dankeschön. Und ich finde einfach keine Items. Ich kann ja nicht besser werden. Wie kann ich dann Spieler so einfach besiegen, oder? Ich gehe trotzdem mal raus. Okay, es sind viele, aber... Ich will jetzt einfach mal denen helfen mehr. Vielleicht mal einen Stun. Das war eine Okay. Bin trotzdem immer noch ein bisschen scheu. Spieler, die viel mehr spielen, die kennen sich natürlich aus, was sie am besten sich wagen sollen. Aber ich bin jetzt wirklich mal wieder ein halbes Jahr nicht aktiv gewesen. Muss jetzt zuerst mal mich mehr getrauen wieder. So, und jetzt in der Buff. Dauert noch, können sie noch ein paar besiegen, dann bekomme ich auch wieder ein bisschen... Regnum Coins über und also Regnum Coins bekommen wir mit dem Ding oben. Also einfach Warmaster Coins, genau wie ich. Also genau kann ich es nicht sagen.
Ja, es sind doch Königreichspunkte, genau, nicht Regnumkünsten. Königreichspunkte. Und die werden ja hier notiert. Schauen wir gleich mal. Also, ja, Königreichspunkte. Also, wir haben noch nicht so viele Gegner besiegt. Das ist, ja, schon ziemlich viel für den Anfang, oder? Aber, ja, die Warmaster-Coins werden ja immer wieder zurückgesetzt. Da habe ich viel mehr. Schon alle Rüstungen gekauft, Schwerter, Schilde. Aha, nochmal. So, jetzt sollten aber die wirklich ein paar besiegen, das Ganze. Jo, was dann wir? Das sind halt die Spargeln, die müssen es dann. Ja gut, gehen wir lieber rein. Ich habe nicht genügend Mana, geht's noch? Okay. Tja. Aber ich denke, es wird erfolgreich. Also das Tor ist gar nicht so ausgebaut. Ist das immer so? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man... Ah, es ist einfach bei den anderen Gebäuden. So, dass man Tore ausbauen kann mit Geld. Habe ich für den ja so wenig Geld. Das, ja, kann ich das noch nicht so machen. Kann ich dann sicher mal zeigen, wenn wir ein Board haben, das ein bisschen weg ist. Schau mal vor, zum Beispiel. Also, da lohnt sich am meisten. Okay, sie werden auf Reisen geschickt. Die Spargeln hauen ab. Komm schnell. Ich will ein bisschen abzahlen. Oh, hey. Mann, nehmen wir diese Steuerung. Geht's noch? Schneller. Ja, habe ich nicht viel erwischt. So, ab geht's mit der Uzi. Oh, ich will einen mindestens noch erreichen. Hm. Es sind sehr viele, ich gehe jetzt nicht so viel weiter. Natürlich wenigstens den noch buffen. Es sind doch sehr viele. Oh nein, da ist noch ein grüner. Ein grüner mit blauem Kopf. So. Oh. Ja. Ja. Gut. Oh, drei Spieler auf einmal bekommen. Schön, dass man eben die Belohnung auch gut bekommt. Man muss halt wirklich buffen, stunnen oder angreifen. Dann bekommt man das einfach. Da, jemand hat Fußballtrikot. Ja, nein. Irgendwie etwas anderes. Eine andere Kleidung. Sieht mir irgendwie nach Ding aus, da Football oder so. Oder irgendwie Turnen im in der Halle. Hm. Ich kann da eigentlich hinsetzen. Ja, man muss halt immer wieder spielen, damit man drin bleibt. Wieso habe ich 36 Goldmünzen bekommen? Ui. Ich bin reich. Also ich habe jetzt die Tasten so umgestellt, wie ich denke, es würde gut sein, aber ich drücke die ganze Zeit F. Ich weiß nicht, wegen Skyrim, da muss man immer F drücken. Und das ist die blöde Sitztaste. Drogo, mach Platz! Mach Platz, mach Platz! Aber dabei will ich Stück drücken, aber Stück ist dazu schlecht erreichbar. Mit meinen langen Nageln. Hey, ich will nicht Schaden bekommen. Keine Ahnung, wieso so viele Syrten jetzt abgehauen sind. Aber ich denke, sie wollen halt jetzt langsam wieder. Jo. Ich könnte mal kurz nachschlagen. So. Ob es irgendwie. Wo steht Status? Okay, nein, nichts geht. Aktionsstatistik hier. Drachenwünsche 0, Drachenwünsche 5, Drachenwünsche 1. Letzter Drachenwunsch vor 5 Tagen. Oh je. Vor 11 Stunden? Okay. Gut. Ja, da haben die Syrten ja schon heute
einen Drachenwunsch gehabt? Ja, das ist eben meistens, also vor 11 Stunden war 11.50 Uhr. Das war eine Zeit, wo ich sehr inaktiv war am PC. Ich hatte gegessen, Müsli noch. Ich esse immer am Morgen um 7 Uhr mein Brot mit eben diesem Crispy Nutella Ofenmartine. Und dann ungefähr um 11 Uhr mein gesundes Müsli. Müschen. Und jo. Dann längere Zeit nicht mehr. Am Nachmittag habe ich sowieso nie Hunger. Oder esse einfach kleine Süßigkeiten oder so. Und ja, ich versuche jetzt morgen mal um 11 Uhr schon online zu sein und warte einfach halt ständig. Aber langsam habe ich halt die Wartezeit auch im Ersatz. Passiert einfach viel zu wenig. Es ist leider ein Spiel für viele Spieler und wenn wenige mitmachen, es passiert einfach nie etwas. Das ist das größte Problem, oder? Naja. Oh. Ein sehr einfachen Ritter oder sowas. Schade, haben wir ihn nicht erwischt. Der wollte mal gucken, ob hier überhaupt noch Leute sind. Ja. Es ist leider schon wieder ein bisschen vorbei. Okay, der Part ist bald genug lang. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo noch angreifen soll. Die meisten Leute bleiben hier wirklich und ja, ich denke, aber es ist vorbei. Es ist noch 7 Minuten angreifbar. Also dann wahrscheinlich ersten oder zweiten Versuch. Und es hat nicht geklappt. Wir haben das erfolgreich. Jo. Und eben, die Parts können verschieden lang sein, weil ich kann nicht sagen, es ist immer etwas los und dann lieber abbrechen, also wie jetzt. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Sie kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben sie genügend vertrieben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und sobald wieder mehr los ist, kann ich wieder längere Parts machen. Tschüssi und ja, viel Spaß noch. Tschüss.